Also es, wenn die Ärztin mir sagt, 1 Gramm am Tag ist eine Überdosis, dann würde ich auf Minimum 1,1 Gramm Zielrichtung gehen und gucken, wie lange das gut geht. Also, mir würde nachgesagt, dass ich nicht immer so schnell bin. Deswegen gucken wir jetzt ein Video, das passiert, wenn du 7 Tage zu viel Koffein trinkst. Also, hallo übrigens hier noch auf Flip Floyd. Flo und Olli sind auch da. Ich habe einfach 5 Sekunden nicht geschnallt, dass du schon in der Anmod bist, Alter. Ach Gott, ich habe mir Mühe gegeben. Das passiert, wenn du 7 Tage zu viel Koffein trinkst. Wow. Ich möchte mal Koffein trinken. Klingt für mich gerade nach Rookie-Lifestyle, aber wir gehen mal rein in den Spaß. Ein Video vom Tomatolix, ja, Link in der Videobeschreibung. Natürlich, natürlich. Und lecker. Was tue ich mir hier an, ey? Koffein ist das meistgenutzte Aufputschmittel. Es ist in super vielen Produkten enthalten und gehört für uns einfach zum Alltag dazu. Der Markt der Energy Drinks boomt. 70% aller Jugendlichen trinken sie. Und viele Menschen behaupten, ohne den Kaffee am Morgen geht gar nichts. Mir kommt es so vor, dass Koffein den Ruf des praktischen, harmlosen Wachmachers hat. Auch ich trinke ganz gerne einen Kaffee oder eine Mate, weil ich mich dann einfach etwas wacher und leistungsfähiger fühle. Muss jetzt erstmal ganz kurz schon mal zum Start Tomatolix, falls du das sehen solltest, erstmal ein kleines Lob an dich. Ich finde die Aufmachung echt fantastisch. Es ist schön gefilmt und echt sieht toll aus. Fällt mir einfach super positiv auf. Fällt mir super positiv auf, ja. Ich kenne Tomatolix noch von, als er wirklich ganz mini klein war und mit seiner Vlogging-Kamera über die Gamescom gewetzt ist. Ich finde die Inhalte von ihm wirklich toll. Ich bin ein großer Fan. Was ich immer wieder lustig finde, kein Spaß. Jedes Mal, wenn ich sein Set sehe, denke ich mir, wie hart willst du eigentlich ein Funkformat sein? Es hat ein bisschen Funkscham, du hast recht, ja. Das ist kein Diss, natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich finde es halt super lustig, weil es sieht so hart nach so einem typischen eingerichteten Funkformat aus. Ja, irgendwie ist aber nur die Optik. Hat ja nichts damit zu tun, dass seine Inhalte trotzdem fantastisch sind. Es gibt auch Funkformate, die haben gute Inhalte. Ja, absolut. Aber kann ja sein, dass er sich dadurch total angegriffen fühlt. Das wollte ich nur vermeiden an dieser Stelle. Lass uns mal weiter schauen. Ja. Die NASA hat bei einem Experiment die Auswirkungen von verschiedenen psychoaktiven Drogen auf Spinnen untersucht. Verabreicht wurden unter anderem Marihuana, LSD, Amphetamin und eben auch Koffein. Bei Koffein waren die stärksten Auswirkungen zu sehen. Keine Ahnung, ob das jetzt auch irgendwas mit Menschen zu tun hat, aber spannender Fact. In meinem Selbstexperiment werde ich eine Woche lang unter Extrembedingungen herausfinden, was die Volksdroge Koffein mit mir und meinem Körper macht. Dazu werde ich deutlich mehr als die empfohlene Maximalmenge Koffein in verschiedenster Form zu mir nehmen und testen, wie sich das auf meine Konzentration, aber auch auf mein Wohlbefinden auswirkt. Kleine Rätselrunde an der Stelle. Flo, was würdest du sagen? Kennt ihr die empfohlene Tagesmenge? Kennt ihr die zufällig? In Milligramm? Ja, Koffein. Ich glaube, sind das nicht so wie das 3, 4, 500 so in dem Dreh? Milligramm Koffein. Entschuldige, bin ich falsch, oder? Ja. Oder? Eigentlich doch schon, oder? 300, 400 oder so? Empfohlene Tagesdosis. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß, ein Espresso hat so 30, 40, oder? Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Kann gar nicht so viel haben. Okay. Weil 30 ist ja, ein Espresso hat ja keine 100 Milliliter. Okay, also, Energy Drink hat 30 bis maximal 32 Milligramm auf 100 Milliliter. Ah, okay. Ich lese hier gerade. Dann sage ich 70. 5,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, sagt man. Also, das heißt, wenn du 80. Das ist aber deutlich mehr, als ich dachte. Ja, das ist viel, viel mehr. Ja, dann lag ich gar nicht so schlecht mit meinem Call. 5,7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann lag ich gar nicht so schlecht mit meiner Schätzung. Ist die empfohlene Menge? Die empfohlene Maximaldosis, die du nicht überschreiten solltest. Er wird es uns wahrscheinlich gleich erzählen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, was schätzt ihr, weil er gesagt hat, deutlich mehr als die empfohlene Menge. Was denkt ihr, wie viel wird er konsumieren? Es ist schon verhältnismäßig viel. Also eine Mate hat ja schon, nee, es ist gar nicht so viel, weil eine Mate hat 30 Milligramm auf 100 Milliliter. Halber Liter, das heißt also eine Mate hat 150 Milligramm schon. Du bist über der durchschnittlichen. Ich denke mal, er wird nicht so viel mehr wiegen als ich. Bei 3 Mate. Ich wiege 77 Kilo. Das heißt, ich darf 440 Milligramm am Tag zu mir nehmen. Das bist du mit 3 Mate bist du drüber. Genau.
Okay. Aber nochmal, es ist keine empfohlene Menge, sondern das ist das, was du maximal zu dir nehmen sollst. Empfohlen ist das halt gar nicht zu trinken. Bin ich mal gespannt, wie weit er drüber ist. Dreimal? Ich bin fast über der Tagesdosis mit einem Pre-Workout-Shake. Krass. Ja. Ah ja, da hört's ja noch nicht auf. Gucken wir mal. Ich war gerade für das Selbstexperiment einkaufen und das hier ist meine Ausbeute. Natürlich erstmal Kaffee, aber auch schwarzer Tee, ganz viele Energy Drinks, Gaming Booster, aber auch Kaugummis, die Koffein enthalten, Zartbitterschokolade und falls das alles nicht reicht, auch noch ein Kasten Mate. Das alles soll ich also die nächsten 7 Tage essen und trinken. Ich habe das Gefühl, das ist nicht gesund. Im Vorfeld habe ich die Ärztin und YouTuberin Dr. Flojo getroffen. Von ihr wollte ich wissen, wie weit ich bei dem Experiment gehen kann. Also es gibt ja diese Richtlinien von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Da kann man das schon nachlesen, dass man einmal Dosis maximal 3 Milligramm Koffein pro weniger, Kilogramm sagt Körpergewicht zugeführt. Interessant. Oh. Weniger als du gesagt. Aber im Google sagt 5,7. Google sagt 5,7. Ja, für USA. Ach so. Ja, aber pro Kilogramm Körpergewicht von daher. Ja, für Amerikaner. Das ist ja die doppelte Menge, wie von dir gesagt. Krass, Mann. Lol, Alter. Übrigens, wer von euch musste bei Flojo auch grinsen? Finde ich gut. Ja? Nenn mich jetzt auch Flojo. Einmal Dosis ist auch was anderes. Ich nenne meinen Sohn Flojo. Immerhin heißt er Jonas und die Flow-Komponente kann man auch nicht abstreiten. Was ich nehmen soll. Okay, also ausgehend von meinem Körpergewicht sind ungefähr 400 Milligramm Koffein pro Tag okay. Für mein Selbstexperiment möchte ich mindestens das 1,5-fache bis 2-fache zu mir nehmen. Das heißt mindestens 600 Milligramm bis zu 800 Milligramm pro Tag. Aber auch nur für diesen zeitlich begrenzten und überwachten Selbstversuch. Ihr solltet das besser nicht nachmachen. Viel höher würde ich nicht gehen, einfach um nicht in den Gefahrenbereich zu kommen, wo man dann wirklich die ganz negativen Seiten des Koffeins merkt. Von einer Überdosis spricht man ab 1 Gramm Koffein. Also schlimmstenfalls kann es halt sein, dass man eben Krämpfe bekommt zum Beispiel oder dass man Herzrhythmusstörungen kriegt. Im allerschlimmsten Fall kann es eben auch zum Tod führen. Aber da sprechen wir halt eben wirklich von einer massiven Überdosis. Heute, am ersten Tag des Experiments, möchte ich erstmal nur Kaffee und Espresso trinken. Ich habe mir gerade mal einen Kaffee gemacht. 200 Milliliter sind das und die haben ungefähr 100 Milligramm Koffein. Ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass jede Kaffeebohne doch nochmal ein bisschen unterschiedlichen Koffeingehalt hat. Ist ja auch einfach so ein Naturprodukt. Darauf habe ich mir dann noch einen Espresso gemacht. Der hat nochmal 50 Milligramm Koffein. Ah, lag ich gar nicht so falsch mit dem Espresso. Mindestens auf die 50 Milligramm Koffein. Das heißt, ich habe gerade 100 Milligramm zu mir genommen, weil ich habe gerade einen Eiskaffee nebenbei getrunken mit 2 Espresso drin. Habe ich mir schon mal 100 gegönnt. Ja, geht aber voll übrigens, klar. Die Bundesregierung sagt auch 5,7. Die haben auch nur gegoogelt, Alter. Die haben auch nur gegoogelt. Die 600 Milligramm bekomme. Und ja, das gönne ich mir jetzt erstmal. Es ist jetzt knapp 20 Minuten her, dass ich den Kaffee getrunken habe und langsam merke ich, dass das Koffein anfängt zu wirken. Also nach 20 Minuten setzt die Wirkung von Koffein auch normalerweise ein und ich merke, dass meine Hände gerade so ein bisschen schwitziger werden und ich aber relativ fokussiert bin. Und ich glaube, ich kann jetzt ganz gut arbeiten. Ich habe jetzt so ein paar Sachen, die ich abarbeiten möchte und bin mal gespannt, wie lange die Wirkung so anhält. Eigentlich ist Koffein ein Insektengift. Es wird von verschiedenen Pflanzen wie der Kaffeepflanze gebildet und dient als Abwehr gegen Schädlinge. Was? Beim Menschen wirkt Koffein stimulierend auf das Nervensystem. Es ist so, dass... Das ist halt wieder so der Mensch, der durch den Wald geht und sich denkt, du siehst lecker aus. Das ist wie Chili. Was? Halt, ne? Ein Gift? Oh, das lecker. Gib mal her. Menschen, Alter. Koffein, ein Hormon im Gehirn verdrängt, was eigentlich dafür zuständig ist, dass wir müde werden. Und zwar normalerweise, wenn wir morgens aufstehen, sammelt sich mit jeder Minute, die wir wach sind, Adenosin in unserem Gehirn an. Adenosin ist ein Stoff, der also unserem Körper signalisiert, dass man müde wird. Und deswegen zum Beispiel nach ungefähr so 16 Stunden werden wir dann halt super müde und merken, jetzt wird es Zeit, ins Bett zu gehen. Koffein konkurriert aber mit Adenosin um die Rezeptoren in unserem Gehirn, also um die Bindungsstellen. Koffein setzt sich also auf diese Rezeptoren und sagt unserem Körper aber anders als Adenosin nicht, du wirst immer müder, sondern du bist ja ganz wach. Außerdem verstärkt Koffein die Ausschüttung und Wirkung des Stresshormons Adrenalin. Dadurch steigt der Blutdruck und die Herzfrequenz. Da muss ich jetzt tatsächlich mal fragen, weil ganz viele Menschen trinken ja morgens Kaffee, weil sie sagen, sonst werden sie nicht wach.
Wenn das jetzt aber so ist, dass das Adenosin, so wie ich es verstanden habe, sich tagsüber am Körper aufbaut und dich erst müde macht, ist das ja wahrscheinlich eigentlich Quatsch, Koffein am frühen Tag zu sich zu nehmen, oder? Die konkurrieren ja, und Koffein setzt sich auf die gleichen Rezeptoren und sagt, du bist wach. Also wirkt das schon. Okay, ich habe gedacht, Koffein verdrängt das andere, nicht, dass sie konkurrieren. Nee, sie konkurrieren. Also sie setzen sich anscheinend auf die gleichen Rezeptoren. Ich verstehe. Wie stark jemand die Substanz reagiert, hängt davon ab, wie regelmäßig er sie konsumiert. An Koffein kann man sich übrigens auch gewöhnen. Der wachmachende Effekt lässt dann einfach nach. So, es ist jetzt mittlerweile über eine Stunde vergangen, seitdem ich den Kaffee getrunken habe. Und ich glaube, so langsam hat das Koffein nachgelassen. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich wieder voll unkonzentriert bin und mir das wieder viel schwerer fällt zu arbeiten. Deswegen hole ich mir jetzt einfach den nächsten Kaffee. So, mal ein kurzer Zwischenstand. Ich habe mittlerweile 4 Tassen Kaffee und 5 Espresso getrunken. Also eine ganze Menge. Ich habe auf jeden Fall mein Tagesziel erreicht. Ich hatte immer so Aufs und Abs und irgendwie ist das schon ziemlich viel Koffein und so richtig geil ist das nicht. Wir haben mittlerweile knapp 22 Uhr und irgendwie bin ich immer noch ziemlich aufgedreht. Also ich bin langsam müde, aber mein Herz schlägt irgendwie noch voll schnell und es fällt mir irgendwie voll schwer, mich irgendwie ruhig hier hinzusetzen und irgendwie Fernsehen zu gucken oder so. Und das ist keine Aufgedrehtheit, sondern das ist der schöne Effekt der sogenannten inneren Unruhe, der irgendwann auftritt. Innere Unruhe ist tatsächlich echt tierisches Problem, weil du die physische Ermattung deines Körpers einfach mitkriegst. Nur das Problem ist, dass du nicht zur Ruhe kommst, weil die Prozesse im Hirn eben nicht Schlafhormone ausschütten. Was halt echt ein Problem ist. Ich habe übrigens im Hintergrund gerade mal ein bisschen Research betrieben, um mein eigenes, mittlerweile verbessertes, aber immer noch nicht wirklich geiles Koffein-Game mal ein bisschen gegenzuchecken. Ist nicht gut. Ich benutze ja einen US-Pre-Workout-Booster, weil die Deutschen alle scheiße sind. Also zumindest zu Hause. Ich habe gerade mal geguckt, ein Spoon, ein Löffel, der angerührt wird mit 500 Milliliter Flüssigkeit, hat 440 Milligramm Koffein. Das ist über der Einzeldosis empfohlen. Ja, das sind genau 440 Milligramm Koffein. Boah, ist doppelt so viel, wie die Einzeldosis empfohlen wird. Ich gehe jetzt mal von meinen bisherigen Habits aus, die ich ja zumindest wirklich, wirklich drastisch verbessert habe in den letzten Wochen, auf gute 3 Liter Minimum, 3 Liter Energy Drinks am Tag noch kam. Das an einem langen Tag, auch mehr. Naja, es sind halt 6 Energy Drinks. Ja. Wobei man noch dazu sagen muss. 2 auf dem Weg zur Arbeit, 2 während der Arbeit und 2 auf dem Weg nach Hause oder abends dann noch einer. Bist du bei 2,5 bis 3,5 Litern. Wobei man da noch dazu sagen muss, das Problematische an Energy Drinks ist ja nicht über den Koffein, sondern auch der ganze Zucker natürlich und so. Das ist ja noch viel schlimmer. Was ja auch noch viel schlimmer ist. Das ist noch schlimmer, ja. Und dann kommt noch dazu, dass ich ja dann auch ganz gerne zu Hause mit meiner Frau auf jeden Fall noch einen Kaffee trinke. Also ich sag mal so, es ist jetzt nichts, was man nacheifern sollte. Ich werde euch auch nicht sagen, was für ein Pre-Workout-Booster das ist, weil ich nicht will, dass sich den irgendwer bestellt. Das ist Schwachsinn. Lasst Pre-Workout-Booster einfach weg. Bei mir ist es echt ein Problem, weil es krass zur Gewohnheit geworden ist vor dem Training. Und das ist halt, ne, auch Koffein. Das ist wie Rauchen und der ganze andere Scheiß. Es treten Gewohnheitseffekte ein. Das ist halt echt kacke. Soll jetzt hier nicht die Moralkeule geschwungen werden, aber lasst das. Trainiert ohne Pre-Workout-Booster. Ist echt kein Scheiß. Ihr macht damit, ihr werdet davon mehr haben, wenn ihr ohne trainiert. Aber generell, mein Game, also es sind wirklich Rookie-Numbers, die ihr hier aufruft. Ja, aber das ist auch, ich find's aber auch krass. Aber es ist halt nichts, was es nachzueifern gilt. Das ist nichts, was einen Konkurrenzfall machen sollte, um Gottes Willen. Das mache ich auch, aber was ich krass finde, es wirkt ja so, als ob er, was normalerweise einen Tag, einen Kaffee in seinem Leben pro Tag trinkt. Weil das ist jetzt auch so, ich kenne das Gefühl, ich hatte das bei unserem Energy Drink verkosten und ich trinke ja auch 4, 5 Kaffee am Tag schaffe ich auch. Jetzt nicht immer, aber schaffe ich und hat mich noch nie gestört. Aber unser Energy Drink Ding, das hat mich weggekickt bis zum Get-No. Weißt du, was das Lustige ist? Bei meinem geilen Unverträglichkeits-DNA-Test-Ding? Wir mussten ja alle lachen, dass bei mir stand, Koffein ist kein Ding. Das ist halt wirklich so absurd, Alter. Das stimmt, ey. Aber schau mal erstmal, was der gute Tomatolix uns hier weiter zu erzählen hat. Weil ich irgendwie noch so viel Energie spüre und
Keine Ahnung, ich bin echt gespannt, ob ich gleich schlafen kann. Wie lange wirkt Koffein? Habe ich ganz oft das Problem. 6 Stunden ist die Halbwertszeit, also bis dahin ist die Hälfte abgebaut, also wirklich nur die Hälfte. Wenn wir jetzt abends 19 oder 20 Uhr nochmal einen Espresso trinken, heißt das, dass dann nachts gegen 1, 2 Uhr immer noch die Hälfte von dem Koffein übrig ist. Und deswegen können dann halt viele Leute gar nicht schlafen, aber denen ist gar nicht bewusst, dass das an diesem Espresso liegt. Tag 2, heute werde ich den ganzen Tag Energy Drinks trinken. Also ich war gerade schon einkaufen, ich habe 6 Dosen gekauft, 3 große 0,5 Liter und 3 kleine 0,25 Liter. Hey, das ist eine ganze Menge. Damit komme ich insgesamt auf 640 Milligramm Koffein, also erreiche mein Ziel auf jeden Fall. Okay, los geht's. So. Aber ich muss trotzdem sagen, meckern auf hohem Niveau hier natürlich. Aber wenn man das auch mit ärztlicher, nicht Kontrolle, aber wenn man das mit ärztlicher Konsultation und so auch macht und da auch mal fragen kann, ob man das mal checken kann oder so, Ärzte ja generell auch dazu bereit sind, dann finde ich, sollte man hier schon auch für so ein Selbstexperiment ein bisschen an die Grenze gehen. Muss ich ehrlich sagen. Oder? Sehe ich das falsch? Es kommt auf sein Ziel an. Wenn er einfach nur so ein bisschen drüber dokumentieren will und nicht jetzt hier den Jenke machen will, dann müsste er wahrscheinlich 5000 gehen oder so. Kann er ja, das so. Vielleicht nur aufmerksam drauf machen. Ja, die Frage ist ja genau. Wenn die Ärztin mir sagt, 1 Gramm am Tag ist eine Überdosis, dann würde ich auf Minimum 1,1 Gramm Zielrichtung gehen und gucken, wie lange das gut geht. Ah, Überdosis willst du ja nicht. Überdosis ist ja dann schon Krankenhaus. Bullshit. Ich bin auch nicht im Krankenhaus gelandet. Das ist das, wo man sagt, Vorsicht, ist nicht gut. Vielleicht auch ein bisschen ungesund oder gefährlich. Aber es ist ja Schwachsinn. Wenn du meine Zahlen durchrechnest, wäre ich wahrscheinlich... Ja, ich kenne tatsächlich auch kaum jemanden, also ich persönlich, der so viel wie du, Flo, und dein Namensvetter Flo Varion Energy Drinks trinkt. Das stimmt, vielleicht liegt es am Namen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke und ich bin tatsächlich, ich habe ja früher relativ viel Cola getrunken und so, Cola trinke ich ja auch gar nicht mehr. Mein Koffeinkonsum effektiv besteht eigentlich aus 3 Tassen Kaffee am Tag. Also über den ganzen Tag verteilt. Das stimmt. Und ist ja auch gesünder. Reicht ja, was die Halbwertszeit angeht, auch aus. Und darauf runtergerechnet ist sein schon für mich ein extremes Experiment. Und wenn er vorher gar nichts konsumiert hat, dann ist das Wirken ja für ihn 600 am Tag anders als für dich 1000 am Tag. So, wenn du sowieso schon das eine Weile gemacht hast. Gewohnheit, ja, wir hatten ja gerade noch drüber. Ja, ihr habt recht. Das stimmt. Ja, ihr habt recht. Dose ist leer. Nummer 2. Okay, krass. Also meine Herzfrequenz ist auf jeden Fall schon deutlich höher. Jetzt ist sie bei 80 und teilweise... Auch da, Entschuldigung, ich weiß, ich nerve, es tut mir wirklich leid. Aber ich hatte auch super oft, also ich hatte eine Zeit lang ja nur solche Sportuhren und so rum. Und auch da, trotz und während, das können Menschen bestätigen, trotz und während dieses Koffeinmissbrauchs, den ich betrieben habe, und das ist jetzt kein Scheiß, I shit you not, Freunde, habe ich einen Ruhepuls von 55. Du machst ja aber auch wirklich Sport eine Menge und da ist ein Ruhepuls von 55, das ist trotzdem noch krass, muss ich sagen. Also Ruhepuls von 55 ist wirklich fast schon Leistungssportlerbereich. Also ist wirklich richtig krass. Ich sag mal so, 70 bis 80 ist wirklich so der Normale. Also ich finde jetzt seine 86 hier aktuell völlig unbedenklich. Ich habe 73. Das ist auch sehr gut. Also wirklich guter Ruhepuls. Ich glaube, ich habe einen Ruhepuls standardmäßig, wenn ich den checken würde. Ich habe auch eine Uhr. Standardmäßig durch Koffein hoch? Nee, ja, ich glaube eigentlich nicht so sehr. Also nicht, wenn du dich nicht wirklich bewegst, aber. Ist vielleicht dann weißt du, was es bei ihm vielleicht doch mehr so ist? Wahrscheinlich das Unwohlsein, was da kommt. Ja, ne? Ja, das kann halt auch noch sein. Es gibt auch diesen typischen Effekt mit diesen Uhren, muss ich ganz ehrlich sagen. Er wird auch deswegen immer wieder kritisiert. Du guckst halt auch so viel rauf und beobachtest es und treibst es dadurch auch hoch. Das ist interessant. Also je mehr du raufschaust, umso mehr du kontrollierst, umso mehr besorgt es dich, umso höher geht's. Und es ist dann so eine Spirale, die dann einfach auch so nach oben geht, finde ich. Hatte heute auch mal einen auf 127, Flo. Ja, das weiß ich. Danach hast du ja auch fast gekotzt. Was bei 127 übrigens auch schon bedenklich ist. Aber darüber reden wir nicht, Paul. Ach nee, kann gar nicht. Das kann gar nicht drauf sein. Ich hatte die Uhr gar nicht an. Aber ich hatte. Frage, was zur Hölle ist los? Es geht um Pauls Frühsporterfahrungen von heute Morgen. Aber anderes Thema. Jetzt erstmal hier weiter. Komm, wir gucken jetzt erstmal das Video. Entschuldigung, dass ich hier so viel unterbrochen habe. Wir gucken jetzt mal weiter.
sogar bei 90 gewesen. Also wir sehen, die Herzfrequenz ist auf jeden Fall erhöht. Und ich merke auf jeden Fall auch, dass ich so ein bisschen unruhig bin. Deutlich unruhiger als normalerweise. Das ist vielleicht auch der Zucker, der jetzt dazu kommt. Wir haben mittlerweile 20 vor 7 und ich habe erst 4 Dosen geschafft. Wenn ich jetzt noch diese beiden Dosen trinke, dann werde ich heute Nacht garantiert nicht schlafen können. Also ich bin jetzt schon die ganze Zeit ultra aufgedreht. Aber Leute, ich habe eine Mission, deswegen muss ich einfach weitermachen. Also, Wasser trinkt er denn dazwischen? Was tue ich mir hier an, ey? Wir haben jetzt 7.30 Uhr und ich bin in irgendwie voll dem seltsamen Zustand. Also ich bin irgendwie voll aufgedreht und wach, fühle mich aber auch so ein bisschen komisch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich viel zu schnell spreche und irgendwie so voll unnatürlich aufgedreht bin gerade. Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Arbeitstag ist jetzt mal vorbei hier. Morgen geht es dann weiter mit Tag 3. Dann aber lieber wieder Kaffee anstatt Energy Drinks. Gut. Wie viel Koffein steckt eigentlich in den einzelnen Lebensmitteln? Hier mal die Top 8. Cola eröffnet das Ranking mit gerade mal 10 Milligramm Koffein pro 100 Millilitern. In der Mate-Limo steckt direkt die doppelte Menge. Schwarzer Tee variiert vom Koffeingehalt. Im Schnitt sind ca. 30 Milligramm Koffein enthalten. In Energy Drinks sind meistens 32 Milligramm Koffein enthalten. In Gaming Boostern wie diesem von der Marke Level Up sogar noch mehr. Hier sind im fertig gemischten Getränk 50 Milligramm Koffein enthalten. Platz 3 ist eine Überraschung. In einer Tafel Bitterschokolade, also in 100 Gramm, stecken 50 Milligramm Koffein. Die isst aber auch keiner. Niemand isst 100 Gramm Zartbitterschokolade am Stück, oder? Schafft das irgendjemand? Das ist wirklich hardcore. Also so 70-80%ige. Krass, Alter. Ich dachte immer, Gaming Booster hätten mehr. Haben nicht deutsche Pre-Workouts schon 200 Milligramm, wenn die fertig gemischt sind? Ja, aber Pre-Workout ist das noch krass. Entschuldigung, Schwachsinn. Auf 100 Gramm. Milliliter. Auf 100 Gramm, ja. Richtig, auf 100 Milliliter. Sorry, mein Fehler. Ja, ist Quatsch. Ja. Die Spitzenplätze gehen an Kaffee mit durchschnittlich 60 Milligramm Koffein und Espresso mit 110 Milligramm Koffein pro. What? Das haut mich gerade ein bisschen aus der Bahn. Wie kann in 100 Pro... It's more coffin than water. Wie kann in 100 Milliliter Espresso 110 Milligramm Koffein drin sein? Espresso, 60 Milliliter werden angegeben. Das ist einfach konzentriert. Koffein, ja, klar. Ja, Milligramm ist ja auch kein Milliliter, das ist ja ganz klar. Nee, es geht also ja... Schon, ist ja, Deutsch, ja, ja es geht, bei Wasser geht das klar, aber... Nein, Gramm sind Milliliter, Olli. Ein Gramm ist ein Milliliter. Ja, aber nur bei Wasser. Ja, aber genau. Generell sind ein Milligramm nie ein Milliliter. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Weil du sagtest, bei Wasser geht das klar. Ja, ich bin jetzt gerade überrascht, dass der Espresso ganz vorne ist. Hätte ich persönlich gar nicht gedacht, dass die Energy Drinks im Mittelfeld sind. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Espresso hat aufgrund der kurzen Durchlaufzeit weniger als Kaffee. Hätte ich gedacht. Der Espresso läuft heißer durch, wie war das? Mit mehr Druck oder? I don't know. Ich kenne mich da auch nicht aus. Jetzt regen sich die Chemiker gleich auf. 100 Milliliter Energy Drinks liegen beim Ranking zwar nur im Mittelfeld, aber es ist ja auch ungewöhnlich, die Spitzenreiter wie Espresso und Bitterschokolade in großen Mengen zu sich zu nehmen. Mittlerweile fällt mir das etwas leichter, auf meine Koffein-Tagesdosis zu kommen. Und ich nutze das Experiment direkt mal für die ein oder andere Kaffeeverabredung. Boah, gerade kickt das Koffein irgendwie richtig krass. Also ich merke richtig, wie wach ich bin. Ich bin voll fokussiert und konzentriert. Das einzig Nervige ist, dass meine Hände irgendwie super schwitzig sind. Also die sind so richtig kalt, nass. Das ist schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Aber sonst fühlt sich das ganz gut an. Damit ich heute auch wirklich auf die Dosis komme, noch ein Kaugummi. Ich will testen, wie sich Koffein wirklich auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Deswegen haben wir uns ein Experiment ausgedacht, bei dem Konzentration und Reaktion gefragt ist und bei dem man die Ergebnisse genau messen kann. In einer Präsentation bekomme ich alle 2 Sekunden eins von 9 verschiedenen Symbolen in beliebiger Reihenfolge vorgespielt. Bei 2 vorher ausgewählten Symbolen muss ich so schnell es geht klatschen. Das Ganze geht 3 Minuten. Wenn ich falsch klatsche, werden diese falschen Klatscher gezählt und diese Anzahl von beiden Durchgängen verglichen. 30 Minuten vor dem Experiment nehme ich eine Koffeintablette mit 200 Milligramm Koffein und dann geht es auch schon Holy los. Shit.
Beim ersten Symbol bin ich ohne Koffein etwas schneller. Mit Koffein fühle ich mich aber auf jeden Fall etwas konzentrierter und fokussierter. Aber unter Koffeineinfluss mache ich auch ein paar Fehler, weil ich etwas unruhiger bin. Ja. Die schnellste Reaktion habe ich mit 0,432 Sekunden unter Koffeineinfluss. Die schnellste Reaktion ohne Koffein beträgt 0,447 Sekunden. Was man auch schön bei dem Experiment sehen kann, ist, dass die Konzentration ohne Koffein schneller nachlässt. Den schlechtesten Wert habe ich hier mit 1,56 Sekunden. Das Ergebnis des Konzentrationsexperiments: Im Durchschnitt reagiere ich ohne Koffein nach 0,787 Sekunden, mit Koffein nach 0,706 Sekunden. Mit Koffein ist die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit also ganz leicht besser, aber ich habe auch zwei Fehler gemacht. Koffein hat nicht nur positive Effekte, also diese Effekte, die wir uns ja auch wünschen, wenn wir Kaffee trinken, sondern wenn wir zu viel in zu kurzer Zeit oder auf lange Sicht immer zu viel trinken von Koffein, hat das durchaus negative Effekte auf unsere Gesundheit. Flo, was ist los? Ich sehe deinen Schmerz. Ja. Ich krieg bei solchen, wir haben uns ein Experiment ausgedacht, bei solchen Testverfahren, als jemand, der sich anderthalb Jahre mit Testverfahren beschäftigt hat, im Studium halt immer so ein bisschen Schmerzen. Verstehe. An der Stelle, da sind so viele Faktoren, die dieses Experiment halt einfach nichtig machen, aber gut, wie willst du es anders zeigen? Ist ja richtig, aber es ist halt an und für sich, ist es halt Quatsch. Ich hatte ultra schlechte Nacht. Achso, und falls ihr euch jetzt fragt, warum, nur ein paar ganz wenige Beispiele. A, er hat ja denselben Test zweimal gemacht. Hat er den Test unter Koffein das erste Mal gemacht und das zweite Mal ohne, was die Ergebnisse verfälscht? Oder hat er den ohne Test zum ersten Mal gemacht und dann mit Koffein nochmal? Auch die Ergebnisse halt verfälscht. Ja, es sind super viele Faktoren, die da halt eine Rolle spielen. Ich bin richtig auf geworden und irgendwie fühle ich mich nicht wirklich erholt jetzt. Zum Beispiel werden wir reizbarer, unruhiger, können sogar ängstlicher werden, bekommen zum Teil Kopfschmerzen, können schlechter schlafen, vor allem das Schlafen ist ein Problem. Und wenn wir wirklich viel zu viel Koffein auf einmal zu uns nehmen, dann kann es sogar so sein, dass wir Herzrhythmusstörungen bekommen. Leute, ich fühle mich irgendwie richtig komisch. Also ich bin voll hibbelig, also so voll, ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren. Also ich bin zwar super wach, aber ich kann mich nicht lange auf eine Sache konzentrieren, weil ich dann direkt zur nächsten springe, weil ich so hibbelig bin und ich habe so viel Energie. Ich würde am liebsten einfach nur die ganze Zeit rumlaufen oder so. Oh mein Alter. Seit einiger Zeit gibt es einen großen... Ich finde, man merkt ihm, und das finde ich bei dem Video am interessantesten tatsächlich. Flo, ich glaube, dein Bild hat sich aufgehangen. Oder du bist super konzentriert. Super konzentriert. ich finde bei dem Video tatsächlich die viel spannendere Komponente ist für mich hier gerade so ein bisschen die emotionale, beziehungsweise was ihn betrifft. Ohne ihn jetzt groß zu kennen, muss ich sagen, wirkt er auf mich, aber auch unter Koffeineinfluss, deutlich zerstreuter irgendwie. Ne? Also ja, generell ich das, schon die ganze Zeit. Ja, ich fand all sein. Ich fühle mich viel konzentrierter. Ja. Nee, sorry. Das wirkt, glaube ich, nur für dich so. Das wirkt von außen jetzt nicht so. Ja, ist genau das, was ich meine. Ja. Problem ist der Fokus. Never lose the focus. Naja. Hype um Game Booster. Das sind große Dosen mit Pulver, das man in Wasser auflöst. Für mein Experiment möchte ich genau so einen Gaming Booster mal ausprobieren. Ich habe mir hier so ein Probierpaket von Level Up gekauft. Es gibt aber auch ganz viele andere Anbieter. Das Pulver löst man einfach in 500 Milliliter Wasser auf. Insgesamt sind hier 250 Milligramm Koffein drin. Das sind 90 Milligramm mehr als in gewöhnlichen Energy Drinks. Hart, ey. Ja, schmeckt intensiv, sag ich mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, für mich sind solche Gaming-Booster wirklich nix. Das gleiche bei Energy-Drinks. Es ist mir einfach zu süß. Also ist nicht mein Geschmack, keine Ahnung. Vielleicht bin ich mittlerweile zu alt dafür. Ich weiß es nicht. Ich habe diese Woche auf jeden Fall gemerkt, dass für mich die einzig wahren koffeinhaltigen Getränke Kaffee und vielleicht mal so eine Mate-Limo sind. Aber wie ist es denn bei euch? Also was trinkt ihr am liebsten? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ich bin ein bisschen froh, dass die Woche jetzt vorbei ist. Was habe ich gelernt? Koffein ist
eine praktische Sache, wenn man es in Maßen konsumiert, weil dann macht es zumindest für eine kurze Zeit wacher und konzentrierter. Zu viel Koffein ist aber auf jeden Fall nicht empfehlenswert, sowohl für die Konzentration als auch für die Gesundheit. Die ganze Woche lang war meine Herzfrequenz deutlich höher als normalerweise. Das heißt, ich bleib erstmal bei meinem normalen Koffeinkonsum oder ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr neuerdings auch Kanalmitglied werden. Dabei gibt es 3 unterschiedliche Stufen mit unterschiedlichen Vorteilen. So ist es. Schau ja. mal vorbei und lass dem jungen Mann gerne ein Däumchen nach oben da. Ich finde ja, hier Aufklärung ist wichtig. Hat er gut gemacht, muss man ja, einfach mal sagen. Er macht auch tolle andere Videos. Da sind echt gute Sachen bei auf seinem Channel. Ja, muss man einfach so sagen. Ja, spannend. Also ich finde es auch immer wieder spannend, über das Thema Koffein zu sprechen. Ich habe nämlich selber auch das Problem, ich vertrag's nicht so gut, aber konsumier's auch in letzter Zeit sehr viel. Gerade wenn man dann auch wie wir halt abends dann mal richtig hier so Power streamt. Und ich merke dann, dass ich abends auch nicht ins Bett komme und schlafen kann. Das ist schon schwierig. Beenden wir das Ganze mit einem Lied und stimmen an. Aua, aua, Kaffee, Kaffee. Trink kein Koffein. Ich häng tatsächlich noch bei Power Stream. Power Stream ist schon ein schöner Begriff auf jeden Fall. Ja. Abonniert die Glocke, aktiviert den Kanal. Bleibt uns treu. Ist es. Und guck trotzdem mal bei ihm vorbei. So, jetzt erstmal ein Käffchen.